Hallo, heute wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich sehr, sehr gerne meine Raglan-Linie mache, also beziehungsweise meine Raglan-Zunahmen. Das ist wie so eine Art Fächermuster. Man kann das ja auf dem Weiß. Doch, jetzt sieht man das gut. Seht ihr hier, das bildet einfach so ein bisschen Fächer. Und ich finde, das macht einfach einen sehr schönen und süßen Effekt. Gerade bei so Jäckchen, also das hier ist jetzt zum Beispiel ein Jäckchen für meine Tochter. Und dadurch, dass hier das Muster auch so mit, ja, wie gesagt, so eine Art Fächer auch ist, finde ich, hat es einfach wunderbar gepasst. Und ich mache diese Raglan-Linie sehr, sehr gerne, auch bei anderen Jäckchen. Und ja. Ich zeige euch heute jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Also, so sieht das dann aus. Lasst euch bitte nicht von der Farbe abschrecken. Ich wollte nur etwas machen, was man einfach schön sehen kann, wo ihr die Maschen gut sehen könnt. Genau. Da sieht man auch wieder diese Fächer. Also, die Raglan-Zunahme wird immer mit drei Maschen gearbeitet. Also, ihr müsst euch denken, hier wäre so quasi der Marker drin. Hier sieht man auch, hier ist die Zunahme. Hier geht es immer zur Seite weiter. Es ist so, ihr müsst bedenken, ich mache diese Fächer immer nur in jeder zweiten Hinreihe, weil man pro Zunahme quasi jeweils zwei Maschen zunimmt. Ich zeige euch das jetzt aber. So, ihr strickt jetzt einfach glatt rechts oder wenn ihr ein Muster habt, euer Muster, das ist egal, bis drei Maschen vor dem Markierer. Also die Raglan-Linie ist hier. Ihr könnt den Maschenmarkierer nicht hier vorne hinsetzen, weil man das wirklich einfach sehen würde. Entschuldigung. Weil Maschenmarkierer immer umsetzen wollte. Der Maschenmarkierer ist ja da, damit man ihn sieht. Den müsstet ihr immer umsetzen, weil ihr ja immer hier zwei Maschen zunimmt. So, jetzt halt machen wir das einmal in die Richtung geneigt. Dazu müssen wir von hier vorne einstechen und schauen, dass ihr alle drei Maschen hier erwischt. So. Dann einmal hier durchziehen, die drei Maschen aber noch auf der Masche lassen. Gehen hier hinten, machen einen Umschlag, gehen nochmal von vorne hier rein, durch alle drei. Jetzt wird schon ein bisschen leichter, weil man das schon mal hat. Zieht quasi nochmal durch auch. So, das kann manchmal etwas knifflig sein. Also nicht irritieren lassen. So, jetzt seht ihr, haben wir hier schon drei Maschen rausgestrickt. Machen nochmal einen Umschlag und gehen dann nochmal von vorne rein. So, und jetzt sieht man, das ist so ein bisschen gebüschelt hier, aber man sieht, man hat hier jetzt fünf Maschen quasi rausgestrickt aus den drei. Deswegen, wie gesagt, wird nur jede zweite Reihe dieser Fächer gestrickt, weil ihr einfach hier aus drei Maschen jetzt fünf gemacht habt, also zwei zugenommen habt. Genau. Jetzt, damit es auf der anderen Seite in die andere Richtung fächert, stechen wir hier von vorne ein. Also einmal hier rein. Nehmen wir uns einmal den Faden, lassen die Maschen weiterhin auf der Nadel, machen einen Umschlag, stechen wieder durch, haben jetzt drei Maschen und machen nochmal einen Umschlag und stechen hier wieder durch. So, jetzt habe ich wieder diese fünf Maschen hier drauf.
Ja, willst du scharf stellen? So. Und jetzt kann ich die runterziehen. Und jetzt stricke ich die Reihe ganz normal wieder zu Ende. Und das war es soweit. Jetzt habe ich jeweils die 5 Maschen. Und in der Rückreihe stricke ich die ganz normal links zurück. Muss halt nur vorsichtig sein, dass man halt eben, wie gesagt, alle von diesen 5 Maschen mitstrickt. Die Rückreihe habe ich jetzt ganz normal links gestrickt. Und jetzt würde einfach eine Masche ganz normal rechte Maschen folgen, ohne Zunahmen eben. Und wie gesagt, dann in der nächsten Reihe. Und dann fällt das auch schön. Also ab der zweiten Runde. Man sieht jetzt schon so leicht den Fächer, dann fächert sich das noch mehr auf, hat hier noch ein bisschen Platz. Und so habt ihr dann eine ganz schöne und besondere Raglan-Linie. Viel Spaß!